Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Jürgen Elsässer, der gerade aus dem Iran kommt, gerade aus Teheran kommt. Erstmal guten Tag. Ich grüße Sie. Herr Elsässer, Sie haben eine sehr schillernde Biografie, die lese ich mal eben ab, weil es sehr umfangreich ist. Sie sind 1957 geboren worden in Pforzheim, das ist Baden, nicht Württemberg, das ist Baden, das ist richtig? Genau an der Grenze, ja. Wunderbar. Sprechen noch so ein bisschen Dialekt, ne? So ein bisschen ist noch was drin. Es geht nicht raus. Okay. Und haben 14 Jahre lang in Baden-Württemberg als Lehrer gearbeitet. An Hauptschulen und später an Berufsschulen. Mhm. Also wirklich an der Basis. Okay. Warum haben Sie eigentlich damit aufgehört? Das ist auch ein sicherer Job. Ja, zum Entsetzen meiner Familie, die haben alle gesagt, wie kannst du nur und Rentenansprecher oder Pensionsansprecher und dann Journalist, völlig unsicher und so. Ja. Aber ich muss sagen, mir ist es einfach langweilig geworden. Mhm. Okay, Sie sind 1994 an eine sehr, sehr spannende Stadt gezogen, nämlich Berlin. Ja. Da wohnen Sie heute nicht mehr, Sie sind jetzt in Leipzig zu Hause und haben, seit Sie als Journalist arbeiten, rund 20 politische Bücher verfasst zu den unterschiedlichsten Themen. Können Sie mal ein paar nennen? Ich habe am Anfang sehr viel geschrieben zur Balkanpolitik, weil auf dem Balkan, Jugoslawien, sich die deutsche Außenpolitik, auch die Militärpolitik nach der Wiedervereinigung erprobt hat. Ja. Ich bin sozusagen als kritischer Journalist der deutschen Außenpolitik auf dem Balkan gefolgt und war dann auch sehr oft in Serbien und auch in Bosnien, in Belgrad und in Sarajevo zum Beispiel. Und aber da ich in meiner Ausbildung sozusagen Marxist war und analytisch immer noch bin, war natürlich Wirtschaft von Anfang an ein starker Punkt für mich und deswegen habe ich auch sehr viele Bücher über Wirtschaftspolitik gemacht. Und mit dem 11. September hat sich sozusagen ein neues Feld erschlossen, was auch nicht ganz neu war, nämlich der Bereich getürkte oder gezinkte Terroranschläge. Mhm. Das gab es vorher schon, es gab es auf dem Balkan schon als Kriegsvorbereitung. Zum Beispiel angebliche serbische Angriffe auf muslimische Bewohner von Sarajevo, ja. Wo sich dann hinterher herausgestellt hat, hoppla, das waren vielleicht doch ganz andere Truppen, die das inszeniert haben, um einen Kriegsvorwand zu haben. Ja? Und dieses Muster hat natürlich mit dem 11. September auf einer viel höheren Skala sozusagen seine Wiederholung gefunden. Und dann habe ich mich stärker mit diesen Geheimdienstoperationen beschäftigt und habe dazu auch etliche Bücher gemacht. Mhm. Weil Sie gerade von inszeniertem Terror sprechen und davor, ich bin Marxist, das kann man auch zusammenfassen. Ich glaube, oder ich weiß es, Sie waren ja bis 90 Mitglied des Kommunistischen Bundes, bis der aufgelöst wurde. Was sind Sie denn eigentlich heute politisch gesehen? Sind Sie Ex-Marxist? Sind Sie Marxist? Sind Sie Kommunist? Oder sind Sie lupenreiner Demokrat? Was sind Sie denn? Also, mir ist ganz wichtig, dass wir von den Schubladen wegkommen. Ja? Mhm. Weil die Schubladen, es ist eine Sache der Vergangenheit. Das Links-Rechts-Schema ist eine Sache der Vergangenheit. Dermaßen viele linke Weggefährten, die ich zum Teil noch persönlich gekannt habe, sind heute hundsgemeine und zum Teil auch besonders verlogene Vertreter des Systems, der Ausbeutung des Krieges. Mhm. Ich brauche ja nicht nur auf Joschka Fischer zu verweisen, etwa Jürgen Trittin, der war auch im Kommunistischen Bund. Ja? Ja. Also ich bin pappesatt mit diesen Zuordnungen. Mhm. Ich muss dazu sagen, im Herzen bin ich immer noch Linker. Ja. Aber ich plakatiere das nicht mehr. Mhm. Weil die meisten anderen, die rote Fahne schwenken, da kann ich nur den Kopf schütteln. Ja? Mhm. Und schreien davonlaufen. Mit denen will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Mhm. Deswegen sage ich, ich bin einfach jemand, der die eigenen Gedanken hat. Eine Konstante in meinem Denken. Und das kann man jetzt mit dem ursprünglichen Marxismus sozusagen identifizieren, ist eben gegen Ausbeutung und gegen Krieg. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie sind im Herzen noch Linker. Da haben Sie auch eine publizistische Vergangenheit. Sie haben ja für die Junge Welt geschrieben, für das neue Deutschland, da darf man links sein. Aber auch für die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, aber auch für die Islamische Zeitung. Ich glaube, nicht viele können behaupten, für die und für die Seite, da sehen wir bei den Schubladen, geschrieben zu haben, für den Freitag, das Online-Magazin Persepolis. Jetzt sind Sie selber Publizist. Sie haben ein Magazin gegründet, das seit 2009 im freien Handel ist, nämlich Kompakt, was Sie unten noch eingeblendet sehen. Und da wird Ihnen ja vorgeworfen, dass Sie das Lager komplett gewechselt haben, dass Sie jetzt eigentlich rechts außen wären. Was sind Sie denn jetzt eigentlich? Also die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat Ihnen unlängst noch bestätigt, Sie seien einer der wenigen intellektuellen, klugen Köpfe im linken Lager, weshalb Sie dort auch nichts zu sagen hätten. Und die anderen sagen, Sie sind rechts.
Was sind Sie? Sind Sie rechts, sind Sie links oder gibt es das gar nicht mehr? Der Wahlspruch von unserer Zeitschrift Kompakt heißt ja nicht links, nicht rechts, sondern vorn. Okay. Ja, ja, also wir wollen gerade diese Schemata überwinden. Ja. Und von der Linken her, wie ich schon sagte, sind wichtige Impulse gegen Ausbeutung und gegen Krieg. Aber von der mit rechts wird assoziiert, dass ich mich und auch Kompakt insgesamt für die Erhaltung und Stärkung des Nationalstaates oder der Nationalstaaten stark mache. Tun Sie das? Ja, unbedingt. Weil ich denke, in der Globalisierung ist der Nationalstaat ein schützender Rahmen, um die Demokratie und die soziale Teilhabe zu gewährleisten. Mhm. Wir brauchen das. Und das ist kein rechter Gedanke, sondern es ist ein ursprünglich linker Gedanke. Denn wenn wir zurückgehen ins Mittelalter, der Adel, die Adelsdynastien, die waren supranational. Und dann haben irgendwann die Franzosen gesagt, wir machen jetzt unseren eigenen Nationalstaat. Damit nicht mehr die Reichtümer hin und her geschoben werden können über den ganzen Kontinent, machen wir einen Nationalstaat. Ein Staat der Bürger, ein Staat der Menschenrechte. Und das war zum Anfang ein linker Gedanke. Auch Willy Brandt zum Beispiel, der größte Wahlsieg der SPD 1972, hat der Willy Brandt plakatiert, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Das würde man heute mit der NPD assoziieren. Also dieser ursprünglich linke Gedanke, die Nation, den Nationalstaat verteidigen und sozial gestalten, ist ja von der Linken aufgegeben worden und deswegen wird er fälschlich nur noch mit der Rechten in Verbindung gebracht. Mhm. Aber eigentlich ist es auch ein linker Gedanke. Sie haben gerade von der NPD gesprochen, habe ich es nicht gesagt. Sie selber haben geschrieben in einem Interview, mit Neonazis darf man nichts anfangen, aber man sollte ihnen die Protestwähler abjagen. Sind das nicht NPDler, diese Protestwähler? Ich glaube, da geht es kreuz und quer, ja. Also überzeugte Nazis haben wir natürlich in der NPD zuhauf, aber ich würde nie sagen, dass jedes Mitglied und geschweige denn jeder Wähler ein Nazi ist. Da gibt es auch viele, die aus Verzweiflung über die etablierte Politik NPD wählen. Es gibt ja auch Studien etwa aus Ostdeutschland, wo man untersucht hat, Erststimme, Zweitstimme, Erststimme Linkspartei, Zweitstimme NPD. Also da gibt es Leute, da geht es kreuz und quer. Ja? Mhm. Und deswegen dieser ganz... Ich bin auch Antifaschist, ja, aber ich muss sagen, was heutzutage ungefähr im letzten Zeitraum der letzten 20 Jahre aus dem Antifaschismus geworden ist, nämlich das sogenannte Antifantentum, das hat mit dem ursprünglichen Ansatz gar nichts mehr zu tun. Das ist heute einfach nur noch eine Herrschaftsideologie, wo man jedem, der was Aufmüpfiges sagt, hängt man die Nazi-Schelle um. So wie man früher war, gab es das Sprichwort, kaum sagst du ein kluges Wort, schon bist du Kommunist. Heute muss man sagen, kaum sagst du ein kluges Wort, schon wirst du in die rechte Ecke gestellt. Mhm. Ja, das funktioniert ganz ähnlich und ist genauso hirnlos. Ja. Mhm. Würden Sie sich denn, sag ich mal, als Oberdach als Anti-Imperialisten bezeichnen? Das würde es am besten treffen. Mhm. Aber so viele Imperien gibt es ja nicht. Das heißt, Sie sind gegen Amerika. Das würde es am besten treffen. Was haben Sie denn gegen Amerika? Gegen Amerika, ich habe nichts gegen Amerika, geschweige denn gegen die Amerikaner, sondern gegen den Amerikanismus, der also versucht, die ganze Welt nach dem Vorbild von McDonald's und Coca-Cola zu formieren und jede Partikularität auf der ganzen Welt auszulöschen und wir haben dann diese One World unter einem Kommando. Mhm. Und diese Politik wird einfach durchgesetzt mit den Machtmitteln der US-Amerikaner vor allem. Wobei die amerikanische Idee, die Idee der Vereinigten Staaten vom Anfang her, ja was völlig anderes war. Mhm. Ja, also man muss auch da trennen. Die ursprüngliche Idee war sehr freiheitlich, sehr republikanisch und gab ja die Impulse dann für die Französische Revolution auch. Mhm. Aber was daraus geworden ist, natürlich der nackte Imperialismus. Ja. Ja. Wann hat sich das denn gedreht? War das während der Zeit, wo Sie angefangen haben, politisch zu denken, oder war das schon weit vorher? Nee, es ist schon sehr interessant, weil, also ich war zuerst im Kommunistischen Bund, das war, sagen wir mal, Feld-, Wald- und Wiesenkommunismus, ja. Mhm. Ich war ein junger Mann, bin ich eben dazugekommen, wie andere auch, ja. Und da war man einfach gegen alles, gegen die USA, gegen Israel, ein bisschen auch gegen die Sowjets und so, ja. Auch gegen Deutschland?
Gegen Deutschland auch schon, ja. Mhm. Da war unsere K-Gruppe sozusagen stärker antideutsch schon in den 70er Jahren als andere, die ja, die Maoisten wollten ja damals auch schon die Wiedervereinigung und so. Das war nicht unser Ding. Aber den Knick ins sozusagen radikal antideutsche, der kam erst mit der Wiedervereinigung. Und zwar war unser Gedanke, dass wir gesagt haben, wenn die geopolitische Konstellation des Ende 19., Anfang 20. Jahrhunderts wieder entsteht, indem wir in der Mitte des Kontinents einen starken, prosperierenden, industriellen, militärischen Machtblock namens Deutschland bekommen, dann wird das wie eine Kettenreaktion dieselben Prozesse wie 1914, 1933 und 1939 nach sich ziehen. Kein viertes Reich, haben wir gesagt. Das war der Ansatz, wieso ich auch damals diese Nie-wieder-Deutschland-Richtung unterstützt habe. Ich glaube sogar, ich war damals in Stuttgart noch, unsere Stuttgarter Gruppe hat diesen Ausdruck Nie-wieder-Deutschland gelabelt. Mhm. Also Sie werden so gerne auch als der erste Antideutsche bezeichnet. Ja. Es war aber damals nicht, jedenfalls bei mir und meinen engsten Weggefährten, nicht gegen die Menschen gerichtet, sondern es war ein antiimperialistisches Programm, weil man gedacht hat, hier entsteht eine neue imperialistische Macht und wir sind mittendrin und müssen was tun im Herzen der Bestie. Mhm. Es hatte einige Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass dieser Ansatz falsch ist. Ich habe mich ja sehr stark mit dem Balkan beschäftigt und bei der Zerstörung Jugoslawiens, Aufteilung Jugoslawiens in verschiedene Teilrepubliken und neue Staaten, hat das wiedervereinigte Deutschland anfänglich die schlimmste Rolle gespielt, was meine Vermutungen für das Reich und so weiter zu bestätigen schien. Mhm. Aber bei genauer Analyse habe ich eben gemerkt, ungefähr ab 94, 95 schon, geht auch die Führerschaft auf dem Balkan auf die USA über. Und wir reden jetzt gar nicht von anderen Weltgegenden. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, dieser Ansatz, dieser antideutsche Ansatz stimmt mit der Empirie nicht überein. Das übermächtige Deutschland ist eine Chimäre, das gab es mal in der Vergangenheit, aber aktuell sind die USA die tonangebende Kraft und machen alles. Ja? Auch unsere DAX-Konzerne sind ja nicht in deutschem Besitz, sondern mehrheitlich in ausländischem, das heißt britisch-amerikanischem Besitz. Und ich habe mich immer bemüht, bei den Fakten und bei der Empirie zu bleiben und habe auf der Grundlage, andere sagen ja, wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, Pech für die Fakten. Ja. Das war nie meine Einstellung. Ich war immer bereit, Ideologie oder Theorie zu korrigieren, mhm. wenn die Fakten nicht dazu passen. Ja. Und daher kommen auch bestimmte Änderungen in meiner Einstellung, die mir dann vorgeworfen werden. Er ist von ganz links nach ganz rechts und so weiter. Alles Blödsinn. Ich versuche einfach ein Abbild der Wirklichkeit mhm. mit theoretischen Rastern zu fassen. Also würden Sie sich erst einen Journalisten verstehen, der wie ein Historiker vorgeht? Auf jeden Fall quellenbasiert. Mm, mm. Auf jeden Fall quellenbasiert, ja. Lassen Sie über das Imperium sprechen. Also nach die offiziellen Angaben der Vereinigten Staaten 2001 waren, dass es, glaube ich, 725 militärische Außenposten gibt außerhalb der USA. Natürlich gibt es wesentlich mehr. Es gibt ja sehr viele Locations, die unter anderen Gründen angemietet wurden. Auf der anderen Seite wird ja auch Europa stärker, oder ist Europa gar nicht autark? Diese Geschichte vom Starkwerden in Europa hat früher auch zu meinem antideutschen Ansatz gehört. In dem Sinne, Europa wird stärker, Deutschland ist der Motor, Deutschland ist der Hegemon in Europa. Auch da, beim Faktencheck merkt man, das stimmt nicht. Die Rolle der europäischen Staaten vor Gründung der EU, das heißt vor 1991, das heißt während des Kalten Krieges, war stärker als heute. Mhm. Durch die Gründung der EU sind die Europäer schwächer geworden und abhängiger von den USA. Inwiefern? Nehmen wir die Nahostpolitik. Früher hat Frankreich eine autonome Nahostpolitik gemacht. Sehr pro-arabisch. Ist nicht mehr möglich. Ja? Sarkozy, spätestens Sarkozy, zum Teil schon Chirac, hat die französische Autonomie in der Nahostpolitik aufgegeben und ist der reine Pudel der Amerikaner. Mhm. Oder nehmen wir deutsche Außenpolitik. Wir haben auch im arabischen Raum wunderbare Geschäftsbeziehungen in der Zeit der Bundesrepublik gehabt. Das hat alles gut geklappt. Wir haben uns trotzdem nicht den Mund verbieten lassen und Menschenrechtsverletzungen kritisiert. Jetzt zwingen uns die Amerikaner dazu, uns zuzustimmen, dass unsere eigenen Absatzmärkte bombardiert werden. Mhm. Das war schon beim Irak so, das war bei Libyen so und jetzt soll es im Iran auch so gemacht mhm. werden. Ja? Sie haben sich ja gewissermaßen mit den Linken sehr stark verstritten, als Sie gesagt haben, ich bin gegen den Irakkrieg. Mit manchen Linken, das muss man sagen, diese Richtung Jungle World, Wochenzeitung,
konkret, Monatszeitung, die waren schon für den Irakkrieg, also völlig durchgedreht. Ja? Die hatten ja einfach die Position der amerikanischen Bush-Regierung, der Neokonservativen. Das heißt, man kann die eigentlich gar nicht mehr als Linke bezeichnen, aber sie firmieren trotzdem noch unter der roten Fahne. Okay, heute ist alles erlaubt. Aber bestimmte andere Teile, ich habe ja dann für die Junge Welt gearbeitet, Tageszeitung in Berlin, die waren auch gegen den Irakkrieg. Aber mit allen bin ich sozusagen auf Konfrontation gegangen oder die haben sich mit mir konfrontiert, als ich gesagt habe, Leute, wir brauchen den Nationalstaat gegen die Globalisierung, weil wir sonst unsere demokratischen Standards und unsere sozialen Standards nicht mehr halten können. Ich möchte nochmal auf das kommen, was Sie gesagt haben, dass wir dass wir nur wiederholen, was die amerikanische Außenpolitik vorgibt. Ja. Ich glaube, da muss man differenzieren, das haben Sie auch selbst mal geschrieben, also dass Angela Merkel gesagt hat, die Sicherheit Israels und die Sicherheit Deutschlands werden quasi flächendeckungsgleich. Das war ja nicht immer so. Niemand in Deutschland auf gar keinen Fall anerkennt Israel nicht, sondern und steht hinter Israel, das ist klar. Aber auch Schröder oder Kohl zum Beispiel stand ja auch immer sehr, sehr stark auch zu Palästina, hat sich dort eingesetzt. Sie haben ja selber ein langes Interview gemacht mit dem Botschafter der Palästinenser. Wann brach das denn ab und warum brach das denn ab? Also Deutschland hat sich ja sehr lange doch nicht den Mund verbieten lassen, obwohl die Amerikaner hier sehr präsent waren, als Alliierte hier noch stationiert waren und haben gesagt, okay, gar keine Frage, wir stehen hinter Israel, aber wir sind auch für Palästina und unterstützen Palästina. Und wenn man sich mal anschaut, welche Fördergelder von Europa nach Palästina geflossen sind, ein Drittel kam ja aus Deutschland. Also von daher, kann man das so genau sagen? Also es gab, glaube ich, zwei Bruchpunkte. Der erste Bruchpunkt ist der Zusammenbruch der Bipolarität, also das Ende des Warschauer Paktes. Mhm. Was die Bipolarität hat Mittelmächten Manövrierfreiheit gegeben, ja. Und der Warschauer Pakt ist zusammengebrochen. Dann kam ja 91 schon der Golfkrieg, der Angriff auf den Irak. Und da wurde Deutschland in eine sehr schlechte Position gebracht, zum Teil zu Recht, zum größeren Teil aber zu Unrecht, weil Deutschland hatte ja tatsächlich den Irak mit C-Waffenträgern, zum Teil auch mit C-Waffenkomponenten ausgerüstet. Und dann wurde der große Hammer rausgeholt und gesagt, ihr seid schuld, dass jetzt Israel von Saddam bedroht wird. Also, wenn ihr schon nicht mitmacht beim Krieg 91, liefert uns wenigstens die U-Boote. Da ging es los mit den U-Booten. Mhm. Ja, das war der eine Bruchpunkt. Richtig daran ist, es gab deutsche Firmen, die entsprechend skrupellose Geschäfte gemacht haben, aber die Ankläger, das heißt vor allem die Amerikaner, haben die Deutschen ja in diese Position der Waffenlieferung gebracht, weil damals in den 80er Jahren war ja Saddam unser Mann im Nahen Osten. Das heißt, nicht nur die Deutschen haben Saddam aufgerüstet, sondern eben die Amerikaner auch. Rumsfeld war ja 1983 bei Saddam und hat die C-Waffen mitgebracht. Mhm. Das heißt, der wurde sehr einseitig und sehr demagogisch Deutschland in eine Zwickmühle gebracht, obwohl alle Dreck am Stecken hatten. Ja? Mhm. Und der zweite Bruchpunkt war dann, glaube ich, vielleicht schon der Tod von Möllemann. Reden wir jetzt mal nicht verschwörungstheoretisch, reden wir einfach der simple Fakt, es stirbt ein wichtiger Mann in der FDP, der für eine andere Nahostpolitik eingetreten ist. Der gesagt hat, wir wollen das balanciert machen. Wir wollen für die Israelis und für die Palästinenser. Wir wollen nicht einseitig sein. Und nachdem der weg war vom Fenster und Westerwelle hatte ihn ja ursprünglich unterstützt, ist die ganze FDP umgefallen und dadurch auch eine bestimmte politische Vertretung eines bestimmten Zweigs der deutschen Exportindustrie. Wir werden noch über Israel, über Außenpolitik reden, auch über amerikanische Außenpolitik reden, aber ich möchte mit Ihnen nochmal in Europa bleiben. Was ist für Sie denn eigentlich Europa? Ist die Idee, die eigentlich hinter Europa steht, eine gemeinsame Währung, wir sind alle Brüder im Geiste und nicht nur im Geiste, deswegen müssen wir uns auch nicht mehr bekriegen, ist diese Idee gescheitert, kann man das so sagen, oder befindet sie sich gerade an einem Punkt, wo man sagt, mal sehen, was daraus wird? Man muss ja erstmal trennen. Das eine ist Europa oder die Idee Europa. Und das andere ist die Europäische Union bzw. der Euro. Diese Begriffe sind nicht deckungsgleich. Es gab Europa seit 2.000, 3.000 Jahren, da hatte noch keiner eine Idee von der Europäischen Union. Die Idee einer europäischen Vereinheitlichung hat vielleicht als erstes Napoleon sich ausgedacht und als nächstes Adolf Hitler. Ja, aber ursprünglich ist Europa, der Gedanke an Europa ist ja ein gemeinsamer Kontinent mit ähnlicher Kultur, einem ähnlichen Balanceverhältnis von Religion und Aufklärung, aber durchaus in Partikularitäten und übersichtliche Räume gegliedert.
Und diese eigentlich recht sympathische Idee wird ja durch die Vereinheitlichung, egal ob sie von Napoleon kommt oder im schlimmsten Falle durch Hitler kommt oder jetzt in einem abgemilderten, aber dennoch undemokratischen Vorgehen von der Europäischen Kommission kommt. Diese Vereinheitlicher wollen die europäische Idee kaputt machen. Die würden das Gegenteil sagen. Die würden das Gegenteil sagen, aber wir sind ja alle Menschen, die hier leben. Und ich muss doch sagen, wir waren bessere Europäer vor 1991. Die Alltagskultur, die Filme, die Schlager, die Hits, die kamen aus Frankreich, die kamen aus Italien. Man hat diese Personen gekannt. Und dieser europäische Austausch ist weniger geworden. Und Europa, etwa im Kulturbereich, aber auch im Währungsbereich, ist nur noch eine Relaisstation des Dollarraumes oder des amerikanischen Kulturraumes von Hollywood. Was wünschen Sie sich denn? Wie sollte denn Europa Ihrer Meinung nach sich entwickeln? Sich zurückentwickeln? Ist das dann ein Vorwärts? Also haben Sie Angst um die Identitäten der einzelnen Völker oder was verstehe ich da? Ich glaube, dass die Identitäten der einzelnen Völker wichtig sind, um die gesamteuropäische Identität von unten her zu stabilisieren. Mhm. Und in dem Sinne bin ich Gaullist oder vielleicht kann man sagen Linksgaullist, weil ich von de Gaulle die Idee des Europas der Vaterländer eigentlich sehr sympathisch finde. Mhm. Ja? Und für mich das schönste Land in Europa ist ja die Schweiz. Also jetzt nicht klimatisch oder so, aber von der demokratischen Struktur her. Durch die direkte Demokratie. Durch die direkte Demokratie, durch die Neutralität in der Außenpolitik, durch die Friedenspolitik, aber auch durch die Möglichkeit, Wirtschaft kleinteilig zu bestimmen, finde ich die Schweiz sehr vorbildlich. Ja? Wenn wir uns Europa anschauen, Sie, also um es mal salopp zu formulieren, glauben, in Europa wird alles über einen Kamm geschert, und zwar gegen den Strich der Bevölkerung, und zwar jeder Art von Bevölkerung, weil wir überall mehr oder weniger, je nachdem, wie wirtschaftlich es bergauf oder bergab geht, in der Bevölkerung feststellen, dass Leute immer mehr Angst davor haben und das nicht wollen, ja, weil sie da nicht durchsteigen oder, ja, sich übervorteilt fühlen. Alles kommt aus Brüssel. Ein wesentlicher Knackpunkt ist ja der Euro, das Geld, ja, eben. Ja. Und Sie haben ja 2009 eine Volksinitiative gegen das Finanzkapital, ja, gegründet. Was ist daraus eigentlich geworden und hatte das damit zu tun? Die Volksinitiative war damals schon der Ansatz, was ich jetzt auch im Gespräch habe versucht auszudrücken. Intelligente Gegner des Finanzkapitals aus unterschiedlichen politischen Richtungen zusammenzubringen mit dem Ziel der Stärkung des Nationalstaates, also auch des deutschen Nationalstaates. Und dieser Gedanke hat mir damals, ohne dass ich es wollte, Beifall von der NPD eingetragen, mhm, wo ich mich sofort distanziert habe, ja, was mir aber nichts genützt hat. Mein damaliger Arbeitgeber, die Tageszeitung Neues Deutschland, hat es trotzdem für die Kündigung benutzt. Ich hätte durch die Bezugnahme auf den Nationalstaat sozusagen die Nazi-Terminologie oder die missverständliche Terminologie verwendet, und das dürfte den Linken nicht. Mhm. Das ging also praktisch über Nacht. Ja? Mhm. Ich hatte da keinerlei Chance, obwohl ich eine lupenreine antifaschistische Tradition und Geschichte habe. Es hat mir überhaupt nichts genützt. Reicht es heute, wenn man theoretisch gedacht jemanden bei der NPD kennt, der einem zustimmt, um aus einem Amt herauszufliegen? Offensichtlich, ja. Also da kann der Verfassungsschutz natürlich auch seine Spiele machen. Die müssen ja nur dafür sorgen, dass ein sinnvoller Gedanke von der NPD unterstützt wird. So war es damals bei mir. Und dann schickt man die anderen Agenten auf der Antifa-Seite, die man ja auch führt, mit dem Schlägertrupp los. Ja. Und schon hat man den schönsten Skandal, und die gute Idee, die mit rechtsradikal gar nichts zu tun hat, ist stigmatisiert und verbrannt. Ja. Da möchte ich mal ganz kurz einen kurzen Abstecher machen zu Herrn Henrik M. Broder. Der hat ja auch Applaus von der NPD bekommen. Ja, und darauf, als er gegen den Islam in seiner Art und Weise, ja, mit Tiefschlägen gewettert hat, und darauf hat er gesagt, lieber die falschen Freunde als gar keine. Warum haben Sie das nicht auch gesagt? Dann wären Sie heute noch da. Nee, das hätte mir nichts genützt. Das nützt ja nur Broder was, weil der natürlich ganz anders embedded ist. Mhm. Er hat ja nicht nur den Beifall von der NPD gekriegt, sondern auch von dem Massenmörder Anders Breivik, ja, dem Norweger. Ganz genau. Mhm. Hat ihm aber gar nicht geschadet. Wurde auch, der Tagesspiegel hat ja dann kurz nach dem dem Massenmord, ja, in Oslo und Utøya bei Broder angerufen. Hey, Sie stehen da in dem Manifest des Killers drin. Hat der Broder gesagt, ich bin gerade in England, es interessiert mich nicht. Mein Hauptproblem ist, wo kriege ich Ersatzteile für mein Auto her? Ja. Ja. Mhm. Das kann man sich natürlich erlauben, wenn man entsprechend zu dieser Meinungsmafia oder zum engsten Kreis der politisch Korrekten, Inkorrekten gehört. Da sind wir beim Thema Pressefreiheit. Gibt es in Deutschland die Pressefreiheit, oder anders gefragt, gibt es sie nicht? Es gibt sie weniger denn je.
Es gibt das schon immer das Sprichwort, Pressefreiheit ist die Freiheit von 300 Verlegern, ihre Meinung zu drucken. Mhm. Also die reichen Leute besitzen Medien. In Deutschland haben wir auch diese Springer, Burda und so weiter. Holzbrink. Ja. Holzbrink, Bertelsmann. Das sind ja ganz wenige, die dann auch die Sache dominieren. Mhm. Wir haben die wöchentliche oder zweiwöchentliche Runde bei der Kanzlerin, wo ausgewählte Journalisten zusammengeholt werden, wo Sprachregelungen vereinbart werden. Wenn man dagegen verstößt, fliegt der entsprechende Kollege aus der Runde raus. Mhm. Die Zeitung muss einen anderen schicken. Also das ist schon Gleichschaltung, wie Grass gesagt hat, mhm. Gleichschaltung, aber ohne Goebbels. Mhm. Sondern freiwillige Gleichschaltung passiert da. Die Sache hat sich dadurch noch verschärft, als wir ursprünglich in Deutschland, in der Bundesrepublik, wieder ungefähr bis zur Wiedervereinigung, hatten wir zwei Presselager. Das eine war mehr CDU-CSU orientiert, also Springer als Flaggschiff. Und das andere, der Stern, der Spiegel, war mehr sozialliberal organisiert, mit Augstein. Und diese Zweiteilung, was einen gewissen Spielraum ermöglicht hat, ist weggefallen. Einerseits, weil der alte Augstein gestorben ist und die Nachfolger, zum Beispiel Stefan Aust, pro-amerikanisch sind, was Augstein nie war. Andererseits dadurch, weil das relativ große TV-Imperium von Leo Kirch zerschlagen wurde. Und Leo Kirch, mit ihm muss man nicht einverstanden sein, aber er hat eher eine deutsch-nationale Richtung vertreten. Nicht im schlechten Sinn, jetzt erstmal im guten Sinn, er war so CSU-nahe so ein bisschen, ja. Und durch die Zerschlagung und die Übergabe dann an die Schaban-Gruppe, also ich sag mal amerikanisch-zionistische Medienkartelle, ist dieser Gegenpol, dieser bayerisch-deutsch-nationale Gegenpol weggefallen. Und gerade im Fernsehen haben wir jetzt einfach eine vollkommen amerikanisierte Richtung. Ja. Mhm. Trotzdem gibt es bei uns ja auch sehr kritische Sendungen. Es sind vereinzelt, aber es gibt ja sehr kritische Sendungen auch über die israelische Politik. Die kommt dann, so solche Sendungen sind, dann finden sehr spät statt, aber es gibt sie ja noch. Kann man sagen, unsere Medien sind Washington gesteuert oder ist das nicht furchtbar übertrieben? Was sagt Herr Elsässer? Der Springer Verlag stimmt sich auf jeden Fall ab. Mhm. Und deswegen haben die auch versucht, den Gutenberg zu pushen. Weil es ist der Mann der Amerikaner. Ist ihnen aber da ja nicht gelungen, von daher kann die Macht ja so groß nicht sein. Ja, sie haben es einmal versucht, sie haben zweimal versucht. Mhm. Aber widerspricht das nicht, dass Konzerne, die sie Macht haben, bei Gutenberg kann man es ja klar sehen, Gutenberg war ja schon der neue Kanzler. Das wurde ja, ja das ja, war ja, ja. Hätte keinen überrascht. Ja. Und dann fiel der aber sowas von schnell und tief. Mit den neuen Medien zum Beispiel und auch dem Internet zum Beispiel, ist es nicht so, dass diese großen Zentren, die sich da zusammengefunden haben, dass die ihre Anmacht verlieren? Kann man so pauschal sagen, es sind drei oder vier große Zeitungsgruppen und die beherrschen das? Und ich glaube zum Beispiel, dass der Gutenberg nicht über diese Internetrecherche, Doktorarbeit abgeschrieben und so weiter, abgeschossen wurde. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, aber die treibenden Kräfte für seinen Abschuss waren andere, meines Erachtens Kräfte in der Bundeswehr, denen nicht gefallen hat, dass der Gutenberg zum Nutzen der Amerikaner die Bundeswehr völlig umbauen will. Weg von der Wehrpflicht, weg von der Territorialverteidigung, hin zur weltweiten Einsatzarmee auf der Grundlage von Söldnern oder Spezialisten. Mhm. Das hat bestimmten Kräften in der Bundeswehrgeneralität im Kern der Bundeswehr nicht gefallen. Verhindert haben sie es nicht? Ja, die haben dann zusammengespielt mit diesen Internetrechercheuren. Aber ich meine, sie können es nicht verhindern, das wird so kommen. Es ist ja, die Wehrpflicht ist abgeschafft. Ja, aber da ist ein erheblicher Teil an CDU-Parteigängern verwundet worden, die sich nochmal rächen werden. Mhm. Inwiefern? Na, das kann die CDU schon noch auseinanderhauen. Ja? Also im Augenblick hat natürlich Merkel den Laden unter Kontrolle, aber sie hat ja einen Tabubruch nach dem anderen gegen die alten CDU-CSU-Grundsätze, die Familienpolitik, der Euro, die Schuldenmacherei, die Wehrpflicht, die Atomkraft. Ja, da bildet sich einfach ein Potenzial, was irgendwann zurückschlagen wird, wenn sie einen Schwächemoment hat. Und es kann schon diesen Sommer kommen, wenn sie sich über das sogenannte Betreuungsgeld, also die sogenannte Herdprämie, zwischen CDU, CSU und FDP verstreiten, was sich andeutet.
kann man vielleicht vermuten, dass sehr viele Abtrünnige inzwischen die Piraten wählen. Ist das vorstellbar? Oder sind das eher Nichtwähler, die da... Also die Wähler der Piraten kommen, glaube ich, nicht aus dem Establishment. Deswegen die Gruppe, die jetzt aus der Bundeswehr raus jetzt zum Beispiel Gutenberg mitgestürzt hat, die wird nicht die Piraten wählen. Obwohl jetzt ja ein Bundeswehrmann an der Spitze der Piraten steht. Das ist ja auch ein Kuriosum. Ja. Aber die Piraten sind ja deswegen ein Phänomen, weil sie Leute zur Stimmabgabe bringen, die bisher nicht gewählt haben oder nur halbherzig gewählt haben. Mhm. Und deswegen ist es schon, ich finde die Piraten gar nicht überzeugend und ihre Programmatik ist ja vollkommen konfus, wenn auch, wenn überhaupt vorhanden. Aber trotzdem ziehen sie Leute in Diskussionen rein. Für mich ist es keine Partei, sondern ein Marktplatz der Meinungen. Ja. Und dass sie jetzt einen Parteitag abgehalten haben, ohne Delegierte, jedes Mitglied kann kommen, jedes Mitglied kann mitstimmen. Ja. Es gibt unterschiedliche Kandidaten, es gibt keine Regie. Mhm. Das ist so urdemokratisch, ja. Teilweise auch anarchisch, dass es mir schon sympathisch ist. Ja? Mhm. Und ich schaue da nicht auf die Position, sondern ich schaue auf den Prozess. Lassen Sie uns nochmal über die Bundeswehr und das Militär reden, ja. Dabei bleiben. Wir können feststellen, dass seit 2011 dass militärische Aktivitäten unter der Schirmherrschaft der USA ausgeweitet wurden. Da sind wir beim Islam. Hat sich die Haltung des Westens, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, hat sich diese Haltung seit dem 11. September zum Islam verändert? Und wenn ja, wie? Naja, wir hatten 10 Jahre lang von 2001 bis 2011, das heißt bis zum Tod von Osama Bin Laden, oder zum angeblichen Tod von Osama Bin Laden. Was heißt angeblich? Dass es nicht erwiesen ist. Mhm. Dass ich mir auch vorstellen kann, dass diese Zäsur gesetzt wurde. Der Mann aber schon wesentlich früher starb an Nierenversagen. Es gibt da entsprechende Berichte in pakistanischen Zeitungen 2003. Aber man hat die Zäsur 2011 gebraucht, weil man nach 10 Jahren entfesselten Krieg gegen den Islam, weniger innenpolitisch, vor allem außenpolitisch, eine Wende machen wollte. Und auch gemacht hat, meines Erachtens. Die USA seit 2011, mit Beginn der sogenannten Arabellion und mit der Tatsache, dass sie Afghanistan nicht in der Form halten können, wie sie es vorgehabt haben, schwenken die USA und die Briten wieder um. Nicht mehr der ganze Islam ist der Gegner, sondern man verbündet sich gerade mit den übelsten Teilen der islamischen Welt oder des Islam überhaupt, nämlich dem Wahhabismus und dem durchgeknallten Fundamentalismus. Mhm. In Libyen gegen Gaddafi, Hilfstruppen des Westens sind völlig durchgeknallte sogenannte Rebellen, ja, die als erstes natürlich die Scharia in der Hardcore-Variante einführen. Mhm. Ebenso in Syrien, wo Assad für einen gewissen Religionsausgleich steht, aber die Leute, die der Westen jetzt dranbringen will, den Juden und den Christen den Kopf abschneiden werden. In Afghanistan muss es zu einem Kompromiss mit den Taliban kommen. Das heißt, der Westen geht zurück, die USA als Führungsmacht gehen zurück zu der Politik ungefähr ab Ende der 70er bis Mitte der 90er Jahre, wo man sich ja gegen die Sowjetunion am Hindukusch und gegen Milosevic auf dem Balkan auch mit radikalen Islamisten verbündet hat. Wenn das so ist, wie Sie das sagen, dann ist das ja eigentlich eine Taktik, die man von Arawan kennt. Da gibt es ja ein schönes iranisches Sprichwort. Die Hand, die du dem Feind nicht abschlagen kannst, musst du zum Gruße ergreifen. Ist es das, was wir hier erleben? If you can't beat them, join them. Ja. Das erleben wir, wobei es ja nicht zwei unabhängige Kräfte sind, sondern es ist diese radikalen Islamisten, Wahhabiten, vor allem Salafisten, werden schon von Saudi-Arabien geführt, finanziert, ausgerüstet. Mhm. Und Saudi-Arabien ist keine eigenständige politische Formation, sondern ist eine Außenstelle der US-Weltpolitik. Mhm. Auch zum eigenen Schutz. Auch zum eigenen Schutz, natürlich. Ich möchte beim Islam bleiben. Ich hätte ganz gerne Ihre Haltung zum Islam gewusst. Ich zitiere Sie hier mal. Sie haben geschrieben auf die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Jüdische und islamische Einflüsse gab es und gibt es zwar. Sie als gleichberechtigt daneben stellen zu wollen, ist aber in der Sache unsinnig und in der Intention zerstörerisch für die deutsche Nationalkultur. Sind Sie ein Bruder im Geiste von Sarrazin? Der Islam gehört nicht zu Deutschland.
Die Frage ist ja, in welchem Ausmaß, ja? Für mich ist es, ist die größte Lüge, wenn gesagt wird, christlich-jüdisches Kulturerbe. Das trifft auf Deutschland bestimmt nicht zu, weil die Christen oder die sich hier Christen geschimpft haben, haben ja die Juden in Deutschland fast ausgerottet. Dass man jetzt im Nachhinein Aya Popeye macht und christlich-jüdisches Erbe hervorholt, ist unsinnig und dient nur dazu, den kulturellen Schulterschluss mit Israel sozusagen zu untermauern. Einige wollen jetzt christlich-jüdisch-islamisch noch sagen. Ist natürlich genauso unsinnig, weil wir hatten jüdische Gelehrte, Musiker, Komponisten, Maler, die eine bestimmte Rolle gespielt haben, 18. bis 19. Jahrhundert. Wir hatten auch entsprechende islamische Einflüsse. Man sagt ja zum Beispiel, Goethe kann gut sein, dass er eigentlich insgeheim Moslem war. Ja. Aber diese Einflüsse sind nicht dominant. Mhm. Und ich wehre mich dagegen, ein bestimmtes Segment, was als Segment dazugehört, jetzt gleichberechtigt neben der geschichtlich-kulturellen Hauptströmung. Und das ist, was? Und das ist das Christentum, mhm, praktisch aufzuwerten. Mhm. Und in dem Sinne ist für mich, wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, auch der Iran nicht als islamischer Staat ein Vorbild, sondern als Staat, der eine bestimmte Leitkultur hat, ja, die ist dort eben schiitisch-islamisch. Das bedeutet nicht, die Minderheiten schlecht zu behandeln, zu unterdrücken und so weiter. Aber man definiert eben, das ist unsere Geschichte, das ist unsere Leitkultur, das ist unsere Religion. Die anderen gehören dazu. Aber sobald es um die Außendarstellung geht oder um das Stadtbild, sage ich mal, um das, was hauptsächlich im Fernsehen gemacht wird, ist eben der Mainstream das Dominante und die anderen sind die Segmente. Okay, ich fasse mal zusammen. Der Islam gehört zwar zu Deutschland, aber nicht so, wie er das im Moment verkauft wird. Also der ist eine Farbe, aber nicht die beherrschende Farbe. Genau. Ich glaube, das hat auch niemand behauptet. Aber gehört denn der Moslem zu Deutschland? Die Moslems, die hier sind und sich zu Deutschland bekennen, gehören unbedingt dazu. Für mich ist die Frage nicht Christ, Atheist oder Moslem. Für mich ist die Frage, und an dem Sinn lege ich auch mit Sarrazin über Kreuz, dem ich trotzdem wichtige Denkanstöße zugute halte. Für mich ist die Frage, Integration ja oder nein. Wenn sich ein Zugewanderter integrieren will, prima. Aber wenn sich ein Zugewanderter nicht integrieren will, schlecht. Aber was ist Integration? Viele sagen, integrieren ja, aber sie wollen doch ihre eigene, sag ich mal, ihre Roots behalten. Ich glaube, man kann das genauso sehen, wenn man nach Mallorca geht. Da gibt es Menschen aus Deutschland, die wohnen da seit 30 Jahren und haben aber deutsche Lokale, deutsche Schulen. Sind die auch nicht integriert? Warum haben wir so große Angst davor, dass es Menschen gibt, die aus einem anderen Kulturkreis kommen und trotzdem versuchen, nicht ihre Roots komplett zu begraben? Ich meine, wir akzeptieren in jeder amerikanischen Großstadt Chinatown oder Little Italy. Ja, ist schon richtig. Wobei mir eigentlich das französische Modell näher steht, ja. Also im Unterschied zu dieser Salatschüssel der Amerikaner, wo die Kulturen, wo es wirklich Multikulti gibt, da hast du in Chinatown und eben Bronx und so weiter, die dann aber auch im Zweifelsfall mal aufeinander losgehen, ist eben in Frankreich stärker Orientierung an der Leitkultur der Französischen. Das heißt zum Beispiel in der Kopftuchfrage sind dann die Franzosen viel strenger als wir. Mhm. Und mir scheint, die Franzosen haben ja prozentual einen größeren Anteil an muslimischen Bürgern, direkten Staatsbürgern, ja, dass es dort besser klappt. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man sagt, es klappt besser, hat natürlich auch mit den Kolonien zu tun, die da waren, und das heißt ein größerer Einfluss. Ja. Auf der anderen Seite rückt Frankreich ja im Moment sehr nach rechts. Also klappt das? Ist das klappen, der Erfolg von Le Pen? Der Erfolg von Le Pen hat, glaube ich, mehr mit der Euro-Frage zu tun. Und ich glaube, es ist ja schon schwierig, die Verhältnisse im Nachbarland zu beurteilen. Man weiß gar nicht genau, wo die Tochter Le Pen eigentlich, ob die noch so rechts ist wie der Alte. Ja, die hat sich ja schon auch gemäßigt. Greift aber die Wähler des Vaters auf jeden Fall ab. Ja, aber er zieht sie auch, ja.
Man muss ja unheimlich aufpassen, wenn Leute die Nazi-Schelle umgehängt wird. Ich habe das bei Haider gemerkt. Ja? Ich habe schon gegen Haider demonstriert, zweimal. Wir haben in Stuttgart, da kam der mal, ich glaube 92, 93, haben wir eine Demo gemacht. Ich habe eine Rede gehalten. Ja? Aber man muss Haider auch zubilligen, er hat sich später entwickelt. Ich habe kurz vor seinem Tod, gab es ja Wahlen in Österreich, ich habe eine Fernsehsendung gesehen, da war Haider Strache, also sozusagen sein Nachfolger jetzt, während er ja die neue Partei gegründet hatte, und ich glaube ein Sozi oder so. Da hat der Haider vollkommen vernünftig geredet, da ging es gerade um Immigration oder Integration. Er hat geredet wie ein CDUler. Ja? Aber ist das nicht eine Taktik? Man weiß, es gibt überall, weltweit gibt es Menschen, die sind erzkonservativ, dann kommt man mit so ganz bodenständigen, rechten Dingen und da funktioniert immer, wir müssen das Volk reinhalten, solche Botschaften funktionieren immer. Und wenn man dann kriegt man Aufsehen, man kriegt Schlagzeilen und dann muss man sich mäßigen, um sich mehr in die Mitte zu bewegen. Das heißt dann auch gar nichts. Das ist eine Taktik, wenn man an die Macht möchte. Ja, das gibt's natürlich, man muss es beobachten. Aber wir haben eine Verdachtskultur. Sobald jemand einen nationalen Gedanken äußert, zum Beispiel den Gedanken, hoppla, lass uns mal prüfen, ob wir die Zuwanderung in diesem Ausmaß verkraften. Mhm. Das ist eine völlig rationale Herangehensweise, die die Amerikaner haben, die die Kanadier haben, die die Schweizer haben. Nur wenn man diese rationale Herangehensweise in Deutschland äußert, wie zum Beispiel Sarrazin, schreit alles auf, Faschismus, Faschismus. Aber können wir denn überhaupt, ich meine, die Diskussion, können wir denn überhaupt ohne Menschen von draußen auskommen? Ich meine, wenn man sich mal anschaut, Deutschland überaltert, wir sind ja darauf angewiesen, weil hier zu wenige Kinder in die Welt gesetzt werden, dass Leute von außen kommen. Ja, wir haben das ähnliche Problem wie die Japaner zum Beispiel. Japaner haben auch eine überalterte Gesellschaft. Aber Japan löst das Problem anders. Wie denn? Indem sie zum Beispiel sehr viel mehr Roboter einsetzen. Mhm. Ja, also die Gesellschaft wird technisch weiterentwickelt, anstatt dass man für Billiglöhner vom Ende der Welt hierher holt. Ja? Mhm. Und wir haben natürlich in Deutschland wirklich eine verdammt schlechte Bildungs- und Ausbildungspolitik. Das heißt, die eigene Jugend wird vernachlässigt. Und für die Kapitalisten ist es günstiger, eben ausgebildete Arbeitskräfte aus Polen oder auch aus Afrika, aus Indien, hierher zu holen, als in die eigene Jugend zu investieren und dafür Steuern zu bezahlen. Das heißt, es ist im Grunde ein kapitalistisches Einwanderungsprogramm, was zu Lasten der hier lebenden Menschen geht, auch der hier lebenden, seit langem lebenden Immigranten, weil mittlerweile werden ja die Türken, die hier leben, deren Arbeitsplätze werden ja von den Polen, die jetzt auf die Schnelle kommen, geklaut. Ja, und man kann nicht mehr rational darüber diskutieren, weil mächtige Finanzinteressen da diese Diskussion tabuisieren und politisch korrekt mit der Faschismuskeule erledigen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anschaut, wer nach Deutschland kommt, eine sehr, sehr große Gruppe kommt aus Jugoslawien. Ich glaube, über 350.000 kommen. Wollen Sie die sagen, bleibt in Jugoslawien, wir setzen hier so wie die Japaner Roboter ein? Ist das der Weg? Naja, Jugoslawien ist ja jetzt wirklich die Strecke, wo ich mich gut auskenne. Ja? Also wir haben die hauptsächlichen Flüchtlinge aus Bosnien während des Bürgerkrieges 92 bis 95 und dann später aus dem Kosovo. Diese Bürgerkriege sind zu Ende. Welchen rationalen Grund gibt es, diese Leute nicht dorthin zurückzuschicken? Die bleiben ja in Europa. Die gehen in ihre Heimat zurück. Dann lass uns lieber überlegen, wie wir unsere Wirtschaftskraft nutzen, auch das Geld, was wir an diese Leute hier per Hartz IV und so weiter geben, um ihnen dort in Sarajevo, in Mostar, in Pristina Arbeitsplätze aufzubauen. Mhm. Das wäre viel rationaler. Würden das die Leser des Kompaktmagazins gutheißen? Da wird man sich auch drüber streiten. Ja, die Leserschaft ist ja breit gespannt. Ja. Mhm. Aber das muss man ganz rational überlegen. Ja? Und natürlich ganz wichtig ist, Zwang darf es nicht geben. Also keine Ausschaffungsprogramme oder solche Geschichten. Wer hier bleiben will, soll hier bleiben. Aber dann soll er auch Ja sagen. Wobei man dazu sagen muss, die Leute, die aus dem Balkan hierher kommen, sind in der Regel gut integriert und sagen auch ja, ja. Ich möchte mit Ihnen nochmal über die USA sprechen. Sie wurden ja von der Tageszeit, von der Taz, als Verschwörungstheoretiker mal bezeichnet, obwohl dieses Label relativ schnell vergeben wird. Das bekommt man sehr zügig, weil Sie gesagt haben, George W. Bush sei ein Kriegstreiber und die Vereinigten Staaten seien in die Anschläge des 11. September involviert. Können Sie das mal ausführen? Das ist ja sozusagen mittlerweile Common Sense bei intelligenten Menschen. Wer sind diese intelligenten Menschen? Menschen, die nicht glauben, was in der
gewöhnlich in Zeitungen steht, sondern sich auch im Internet informieren oder Kompaktmagazin lesen oder andere Publikationen, die Bücher von Wisniewski oder Matthias Brückers, auch Taz-Autor übrigens. Es ist vollkommen unmöglich, dass die Anschläge des 11. September so stattgefunden haben können, wie die offizielle Theorie oder auch die offizielle Anklageerhebung der US-Behörden besagt. Es muss Insiderwissen in den höchsten Ebenen gegeben haben. Es muss Steuerung durch die Geheimdienste gegeben haben. Mein Ansatz ist, ich habe ein Buch dazu geschrieben, die Schattenregierung, dass nicht unbedingt die gesamte US-Regierung, vielleicht auch nicht Bush selbst, in die Planung der Anschläge verwickelt waren, aber eine bestimmte Seilschaft der CIA, anderer Geheimdienste und der Neokonservativen in der Regierung, geführt vom Vizepräsidenten Dick Cheney. Warum sollten die Vereinigten Staaten involviert gewesen sein? Also sind Sie auf einen Zug aufgesprungen, als Sie festgestellt haben, passiert irgendetwas? Haben Sie den Zug selbst angeschoben? Können Sie es mal konkret machen? Na, Dick Cheney, den ich jetzt gerade sozusagen als Kopf der Verschwörung ausgemacht habe, hat sich bei Amtsantritt der Bush-Administration mit den Ölreserven weltweit beschäftigt. Und er kam eben drauf, dass das Zentrum schon weiter in der arabischen, nahöstlichen Welt ist, dass andererseits die USA ihren Förderhöhepunkt überschritten haben und sehr viel mehr Ölimporte brauchen werden und deswegen der Zugriff auf diese Region notwendig ist. Und deswegen musste man einen Anschlag machen, der von Arabern, von Moslems angeblich durchgeführt worden ist, um die Legitimation zu haben, ein Land nach dem anderen aufzurollen. Die entsprechende Planung oder Langzeitplanung liegt ja schon seit 1996 auf dem Tisch. Da haben diese Leute, die Neokonservativen, Rumsfeld, Wolfowitz, ein entsprechendes Papier für Netanyahu damals schon ausgearbeitet. A Clean Break hieß es. Da wurde schon ein klarer Bruch, a Clean Break für die Nahostpolitik angekündigt. Notwendig sei Regime Change in Syrien, im Irak und im Iran vor allem. Und im Jahr 2000 kam dann die nächste Langzeitstudie, America's Rebuilding America's Defenses, also der Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigungsfähigkeiten, ja, vom Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert. Dieselbe Gruppe, dieselben Leute, Cheney, Wolfowitz, Pearl, Rumsfeld, haben damals gesagt, wir brauchen ein neues Pearl Harbor, weil nur dann das Volk bereit sein wird, eine derartige Aufrüstung mitzutragen, wie es für die globale Dominanz für ein neues amerikanisches Jahrhundert notwendig sein würde. Und am Abend des 11. September schreibt Bush in sein Tagebuch, heute war das Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts. Also das haben sie wirklich gebraucht. Wenn man sich das anhört, was Sie sagen, dann und sich heute Amerika anguckt, dann muss man sehen, Amerika jagt heute nach offiziellen Angaben in über 60 Staaten Taliban-Quellen. Aber die Amerikaner, das schreiben ja auch viele amerikanische Historiker, haben sich ja mit diesem weltweiten Krieg gegen den Terror ruiniert und sich quasi letztendlich den Chinesen ausgeliefert. Also angenommen, es ist so, wie Sie sagen, es ist nicht ein fürchterlich dummer Plan, sich selbst so zu schwächen, einen Krieg zu führen, den man letztendlich auch nicht gewinnen kann, weil er total asymmetrisch ist, aus dem Ruder läuft, wo man jetzt eben wieder mit denselben Leuten zusammenarbeitet, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, zu anderen Konditionen. Dass man sagen kann, das, was Sie sagen, das kann gar nicht sein, weil wenn die so schlau sind, wie Sie sagen, dann hätten sie wissen müssen, wo sie jetzt stehen. Ja, an dem Punkt wird es interessant, ins Detail zu gehen. Denn man sollte im Grunde nicht sprechen von den USA, sondern von den Machtgruppen oder vor allem den Finanzgruppen innerhalb der USA, deren Interesse nicht identisch ist mit dem Interesse des US-Staates, geschweige denn der US-Bürger. Und diese mächtigen Finanzgruppen, vor allem die Privatbanken, die um die Zentralbank Federal Reserve gruppiert sind, nehmen wir Goldman Sachs, nehmen wir JP Morgan, wo Gelder, die seit Jahrhunderten akkumuliert wurden, beständig einfließen in neue Expansionen. Diese Machtgruppen haben sich in den letzten 20 Jahren, auch in den letzten 10 Jahren, während der vorgeblich kläglichen Kriege immens bereichert. Das heißt, die Krieger waren zwar für Amerika eine gemischte Bilanz als Staat, aber die Machtgruppen haben sich ungeheuer bereichert.
Sie deuten hier an eine Gruppe, die man auch unter Israel-Lobby zum Beispiel, die man auch als Israel-Lobby bezeichnet. Finkelstein sagt auch Holocaust-Industrie, da ist APEC dabei, da ist die Anti-Defamation League dabei, der Jüdische Weltkongress. Auf der anderen Seite schreiben Sie selber, ich zitiere Sie mal, Sie haben geschrieben, die amerikanische Israel-Lobby, die im Moment einen Krieg gegen den Iran vorbereitet, besteht ja nicht nur aus Juden, sondern aus radikalen Evangelikalen, die im Grunde selber antisemitisch sind. Sie benutzen die Juden, um ihre Zwecke zu verfolgen. Also, so einfach kann es ja dann auch nicht sein. Das heißt, die Finanzimperien sind dann auch fremdgesteuert durch radikale Christen? Oder sind das alles nur Theorien? Auch beim Punkt Israel muss man genauer hinschauen. Deswegen verwende ich den Ausdruck Israel-Lobby auch nicht zu häufig. Manchmal rutscht er mir durch, weil er gelabelt ist von diesem berühmten Buch von Hirsch und Heimann, genau, Walt. Ja. Genau, Walton, Mörsheimer Walt, glaube ich. Ja. Eigentlich muss man von Likud-Lobby sprechen. Also die Rechtsradikalen, die jetzt die Regierung haben. Und die im Zusammenspiel mit amerikanischen Neokonservativen, die eigentlich auch Rechtsradikale sind, der politische Arm sind für mächtige Finanzinteressen. Das heißt, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall stimmt die Äußerung, Israel steuert die USA. Oder in der faschistischen Variante, die Juden stecken hinter allem. Das stimmt auf keinen Fall. Mhm. Es gibt aber Bücher, die genau dazu geschrieben wurden. James Petras zum Beispiel schreibt Herr oder Knecht. Da behauptet er genau das, dass es so ist. Das ist grob falsch. Sondern wir haben radikale Zionisten rund um die Likud-Partei, also Netanyahu, die gegen den Rest des israelischen Establishments, auch gegen den Hauptteil des Mossad, ihre eigene Kriegspolitik machen. Kann man das in Israel gegen den Mossad Politik machen? Das wird sich jetzt zeigen, wenn wir über den Iran sprechen. Der Mossad ist gegen den Krieg, gegen den Überfall auf Iran, aber diese Kreise sind dafür. Das war übrigens auch 2003 ja schon so beim Irak. Wir haben diese Likud-Lobby damals gehabt, die in Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst von Cheney Wolfowitz-Pearl, die hatten ja ihren eigenen Geheimdienst hochgezogen, neben der CIA. Über diese Schiene, Likud-Geheimdienst und Neokon-Geheimdienst, sind die Beweise fabriziert worden, die sich nachher als allesamt getürkt erwiesen haben. CIA war skeptisch, Mossad war skeptisch. Trotzdem haben die den Krieg damals durchgezogen. Ja, eine unglaubliche Geschichte. Und die versuchen das jetzt wieder. Aber es ist nicht die Israel-Lobby, sondern es ist die Likud-Lobby. Mhm. Und die sind der politische Arm von riesigen Vermögen, die im Hintergrund stehen. Und die sind natürlich auch nicht religiös zuordnenbar, von wegen jüdischer Hochfinanz, stimmt auch nicht, sondern das sind alte europäische Vermögen, teilweise jüdischer Herkunft, etwa Rothschild-Gruppe, aber teilweise auch christlicher Herkunft. J.P. Morgan, der Gründer der Dynastie, war ein vehementer Antisemit. Und dazu wird diese Finanzgruppe verstärkt jetzt durch arabisches Geld etwa aus Saudi-Arabien. Ja, da hat man also ein riesiges Konglomerat, internationale Finanzoligarchie. Was etwas anderes ist als Israel-Lobby und etwas anderes ist als dieses dumme Gerede vom jüdischen Finanzkapital. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz über Israel sprechen, bevor wir in den Iran gehen, weil Sie kommen ja gerade aus dem Iran. Wir erleben ja in der israelischen Gesellschaft eine sehr, sehr starke Radikalisierung, also was die Parteien angeht. Ich glaube, die israelische Regierung, wenn man die nur als rechts bezeichnen würde oder erzkonservativ, da würden viele sagen, da nimmst du die aber schon in Schutz. Wie würden Sie die israelische Regierung und die Kräfte, die im Moment sehr stark sind in Israel, wie würden Sie die bezeichnen? Was wäre das in Deutschland? Wäre das eine rechte CSU oder wäre das eine linke NPD oder was wäre das denn? Nee, also Netanyahu ist das israelische Pendant ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die NPD noch harmlos dagegen. Ja? Also das ist ja wirklich ich bin nicht so genau im Bilde, was die NPD genau fordert, aber ich glaube, die fordert nicht die Wiedereroberung der Ostgebiete. Ja, die verhält sich da zumindest auf dem Papier grundgesetzkonform. Mhm. Aber diese israelische Rechte, die jetzt regiert, die wollen ja auf jeden Fall Eretz Israel. Mhm. Die wollen Israel ausdehnen. Groß Israel wollen. Die wollen auf jeden Fall große Teile der Gebiete, die gegen
zig UNO-Resolutionen seit 67 besetzt sind, wollen sie dem Staat Israel einverleiben. Mhm. Die wollen Angriffskriege führen. Was jetzt angekündigt wird, Überfall auf Iran, ist ja ein Angriffskrieg. Das ist alles komplett völkerrechtswidrig. Mhm. So etwas sagt die NPD nicht. Wenn ich mich nochmal daran erinnere, was Obama in Kairo gesagt hat, dafür hat er ja letztendlich auch den Friedensnobelpreis bekommen. Da ging es ja darum, er hat ja ganz klar gesagt, er möchte gerne, also er sieht in Israel klar, Existenzrecht anerkannt, aber er möchte eine Zwei-Staaten-Lösung und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Und die Siedlungspolitik, die Israel fährt, das wäre praktisch das Gegenteil von dem, wenn man Frieden möchte. Das sind ja tolle Worte, aber wenn man sich mal anschaut, was seither passiert ist, die Bulldozer fahren ja weiter durch Jerusalem und machen palästinensisches Gebiet flach. Und wenn man sich anschaut, seit 93 die Verhandlungen in Oslo, wie viele Siedler inzwischen in den besetzten Gebieten leben, von 90 auf 500.000. Also Obama sagt das, parallel macht Netanyahu etwas völlig anderes und Amerika lässt sich da quasi wie eine Marionette bewegen. Von daher stimmt es ja schon, wer hier Herr und wer hier Knecht ist. Ja, wobei man natürlich sehen kann, dass die Macht von Netanyahu in der Siedlungsfrage, das Veto von Obama zu überspielen, kommt ja daher, weil es diese Lobby in den USA gibt. Also AIPAC zum Beispiel oder Anti-Defamation League. Die Bauten stark finanzieren auch und stark Wähler auch stellen. Ganz genau. Und die finanzieren ja die öffentliche Meinung in den USA. Und Obama, wenn er wiedergewählt werden will, hat er Probleme, wenn er diese Leute alle gegen sich hat. Nur sind die nicht nur im israelischen Interesse unterwegs, sondern eben auch im Interesse bestimmter Teile dessen, was ich vorhin als internationale Finanzoligarchie bezeichnet habe, die kein Interesse haben auf einen ausbalancierten Nahen Osten, sondern die denken, ihre Profitinteressen können nur gewahrt sein, indem Israel alles unter Kontrolle hat. Ist es vorstellbar, dass es sehr viele oder immer mehr Amerikaner gibt, die sehen, wohin Amerika driftet, wie es sich immer mehr schwächt, weil es ständig auch mit so einem zankenden Hahn wie Netanyahu zu tun hat. Da waren ja oft auch Mikrofone offen bei Konferenzen, wo die dann wirklich gesagt haben, was sie über Netanyahu denken. Und die plötzlich feststellen, dass eben ihr ständiges Eintreten für israelische Politik, die nicht abgestimmt läuft und die oft dem, was man abgesprochen hat, widerspricht, dass sie sagen, wir stehen nicht mehr so zu Israel. Ist das nicht auch vorstellbar, dass einige, sehr viele Amerikaner irgendwann sagen, wir haben diese Art satt? Ich glaube, in der Bevölkerung ist es genauso wenig populär wie in Deutschland auch, dieser Schulterschluss mit Israel. Es ist ja nicht im Interesse der amerikanischen Nation oder des amerikanischen Staates, sondern gegen das eigene Interesse. Ja. Das sehen natürlich auch viele Amerikaner, vor allem sehen das viele Militärs. Ja. Der Angriff auf Iran im Jahr 2008 konnte aber nicht durchgeführt werden, weil die Generäle revoltiert haben. Die haben gesagt, wenn ihr das macht, dann treten wir zurück. Die haben also richtig der damaligen Bush-Regierung gedroht. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum sehr viele militärische Aufgaben jetzt ausgelagert werden in Privatfirmen wie Blackwater, wo Israel mit drin hängt oder Israelis mit drin hängen. Ja. Aber der Widerstand in der amerikanischen, nicht Öffentlichkeit, sondern im Volk, ist groß und in der Armee auch. Ja. Ja. Und auch die Ölindustrie, das kann man ja bei Walden und Mörsheimer nachlesen, auch die Ölindustrie ist nicht unbedingt auf israelischer Seite, weil sie eigentlich das Öl immer ganz gut von den arabischen Staaten bekommen haben, auch ohne Krieg. Die müssen keinen Krieg führen. Dass wir Sie eingeladen haben, hat auch den Grund, dass Sie gerade aus einem Land kommen, was über große Ölvorkommen verfügt. Sie sind vor wenigen Tagen aus Teheran wieder nach Deutschland gekommen. Warum sind Sie gerade jetzt in den Iran geflogen? Es war schon ein Zeichen auch der Solidarität, jetzt nicht unbedingt mit der Regierung, sondern mit dem iranischen Volk, in einer Situation der Bedrohung, wo kaum eine Woche vergeht, ohne dass Israel, Netanyahu, zum Teil auch USA, Obama, davon schwadronieren. Sie wollten eine militärische Lösung des Atomkonflikts, das heißt einen Überfall auf Iran, eine völkerrechtswidrige Aggression, einen Präventivschlag, wie er in der UNO-Charta verboten ist, durchführen. Und ich erinnere mich noch, im Februar war, glaube ich, sogar auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung irgendein Zitat in der Überschrift: Angriff auf Iran vielleicht oder wahrscheinlich im April oder Mai.
Und da war die Reise aber schon ungefähr geplant. Da habe ich auch gedacht, hoppla, soll ich da jetzt hinfahren oder komme ich da in eine wirklich kritische Zone rein? Auch als Netanyahu im März, glaube ich, bei Obama in Washington war, hat er ja wieder so vom Leder gezogen, dass er gedacht hat, jetzt geht's los. Und das war, glaube ich, auch der Auslöser für Günter Grass, das Gedicht zu schreiben, um einfach deutlich zu machen, hoppla, wir sind jetzt hier wirklich an einem ganz kritischen Punkt. Und wenn wir jetzt nichts sagen, dann passiert's. Mhm. Und so war auch mein Impuls. Ich wollte einfach, solange noch Zeit ist, nicht hinterher jammern, sondern solange noch Zeit ist, hingehen und das bisschen, was ich machen kann an Öffentlichkeit, mit einer anderen Sichtweise konfrontieren, um dadurch die vernünftigen Kräfte zu stärken. Mhm. Klaus Kleber hat das ja auch schon versucht. Klaus Kleber war ja auch dort und hat mit Ahmadinejad gesprochen. Sie haben auch mit Ahmadinejad gesprochen. Haben Sie auch Jahre gebraucht, um einen Termin zu bekommen? Nee, das ist ja das Verrückte. Ja. Angeblich das ZDF hat 2 Jahre gefragt nach dem Termin. Und wir haben den Termin, ich glaube, nach 5 oder 6 Tagen bekommen. Ja. Mhm. Mit Ahmadinejad? Wir waren in einer privaten Audienz bei Ahmadinejad. Wir waren ja eine Reisegruppe von ungefähr 15 Personen. Wir haben vorher schon manches andere gemacht. Und dann hat uns Ahmadinejad im Palast, im Präsidentenpalast, empfangen. Ja. Und zwar sogar an einem Freitag, das heißt an einem Sonntag, ist er extra gekommen. Und er hat über eine Stunde mit uns geredet. Mhm. Wobei man sagen muss, er hat das meiste geredet. Wir haben nur wenig fragen können. Aber immerhin, es war für ihn schon wichtig, gerade Leute aus Deutschland zu finden. Mhm. Weil Ahmadinejad oder diese Richtung in der iranischen Politik setzt sehr stark auf Deutschland. Und sie haben auch darauf gedrängt, dass die Atomgespräche nicht nur im Format 5, das heißt die 5 Mitglieder des Sicherheitsrates, sondern im Format 5+1. Mhm. 5 Mitglieder des Sicherheitsrates plus Deutschland stattfinden. Das war die iranische Bedingung. Mhm. Herr Elsässer, Sie haben 2009 ein Buch geschrieben, Iran, Fakten gegen westliche Propaganda. Ist der Iran ein Regime, Ihrer Meinung nach? Ich versuche den Ausdruck Regime nicht nur im Falle des Iran zu vermeiden, weil es eine unsachliche Ebene reinbringt. Der Iran ist in erster Linie ein Gottesstaat. Also keine lupenreine Demokratie. Sondern eine gelenkte Demokratie, wie die USA auch eine gelenkte Demokratie sind. Das heißt, Sie vergleichen die USA als Staatsform mit der iranischen Staatsform? Im weitesten Sinne kann man das machen. Denn wenn wir zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen betrachten in den USA, kann ja jeder Kandidat werden. Aber ob er dann es in die entscheidenden Runden schafft, ist natürlich eine Frage der Kreditierung durch das große Kapital. Mhm. Das heißt, das große Kapital wählt aus. Und finanziert den Wahlkampf. Und nur wer dem großen Kapital passt, bekommt die Kohle. Am Schluss muss vielleicht doch noch was getrickst werden und der Wahlcomputer entsprechend manipuliert werden. Das kommt noch dazu. Im Iran nimmt diese Auswahl nicht das große Geld vor, sondern der hohe Klerus. Das heißt, einer dieser religiösen Räte bestimmt, welche Kandidaten zugelassen werden und welche nicht. Mhm. Aber die Pluralität bei den Kandidaten ist im Falle Iran wahrscheinlich sogar ein bisschen größer als im Falle der USA. Weil da haben wir ja Obama und Mitt Romney jetzt. Da weiß man nicht genau, in was die sich letzten Endes unterscheiden werden. Mhm. Während die Wahl im Iran 2009, da gab es schon unterschiedliche Optionen. Mhm. Aber man kann von beiden dann sagen, also Ihrer Ansicht nach, dass da eine Art Forecasting stattfindet. Ja, ja, klar. In dem Sinne gelenkte Demokratie und nicht lupenreine Demokratie. Ja. Sie haben Ahmadinejad tatsächlich getroffen in einer Audienz. Da hat er dann zu Ihnen gesprochen. Ja. Trotzdem haben Sie im Vorgespräch gesagt, haben Sie ihn als einen sehr bescheidenen kleinen Mann erlebt. Ja, das ist das Besondere. Und deswegen ist der Mann auch im Iran relativ beliebt. Was heißt relativ? Na, er hat die Mehrheit der Leute hinter sich. Mhm. Auch bei der Wahl damals, 2009, da gab es ja große Vorwürfe mit Wahlfälschungen und so, aber die Vorwürfe sind nie bewiesen worden. Mhm. Auch die Opposition im Iran selber hat ja nie den Vorwurf erhoben, Stimmenmanipulation, sondern hat nur gesagt, wir sind im Wahlkampf nicht gleichberechtigt repräsentiert worden. Ja. Was ja übrigens bei uns in Deutschland auch so ist, dass die Linkspartei nicht so repräsentiert wird im Fernsehen wie etwa die CDU, ja. Aber er hat sicherlich die Mehrheit der Leute hinter sich, weil er sehr bescheiden ist. Er lebt in einer 3- oder 4-Zimmer-Wohnung. Er lebt nicht in dem Palast, wo er uns empfangen hat. Das sind nur seine Arbeits- oder Repräsentationsräume.
Und wenn man den Mann sieht, also er ist nicht sehr groß, das wirkt sowieso schon mal bescheiden. Das hat er mit vielen Staatsmännern gleich. Ja. Aber der Anzug, den er anhatte und die Schuhe, die er anhatte, war zwei Stufen unter meinem. Ja? Mhm. Und ich bin ja jetzt nur ein publiker Journalist. Also überhaupt nicht rausgeputzt und er sitzt sehr bescheiden. Ja? Also nicht so großartig sich lümmeln und angeberisch, sondern ich weiß auch nicht. Mhm. Also sehr bescheiden. Und das muss ihn wohl auch beim Wahlkampf damals sehr stark genützt haben, dass er der Erste war, der Wahlkampf gemacht hat im letzten Dorf und dann da hingekommen ist und auf staubigen Dorfplätzen gesprochen hat und bestimmte Maßnahmen angekündigt und diskutiert und dann auch durchgesetzt hat. Ja. Was wollten Sie von Ahmadinejad denn eigentlich wissen? Wir wollten einfach wissen, wie der tickt. Wie tickt so einer, der als Teufel oder als Hitler oder als alles Mögliche dargestellt wird? Ja. Und wie tickt er? Es ist in erster Linie ein bescheidener und in dem Sinne, im gleichen Atemzug muss man sagen, ein sehr frommer Mensch. Der hat uns nicht groß über Weltpolitik oder Innenpolitik agitiert, sondern der hat wirklich sein Herangehen offengelegt, wie es vielleicht sonst nur der Dalai Lama machen würde. Mhm. Also sehr spirituell und religiös. Ja. Mhm. Aber da kann ja auch ein sehr harter Fanatismus dahinter stecken. Das ist ja auch oft bei Menschen, die sind sehr fanatisch und sehr religiös. Das heißt ja nichts. Könnte. Aber obwohl wir auf einer relativ allgemeinen Ebene blieben, hat sich schon auf dieser Ebene gezeigt, dass er kein Fanatiker ist, weil er ganz klar gesagt hat, alle Menschen sind gleich. Egal welche Hautfarbe, welche Religion, wo sie herkommen. Mhm. Das ist unser Menschenbild. Und ich weiß nicht, ob das auf uns gezielt war, weil wir aus dem christlichen Raum kommen. Er hat die Schiiten, und Iran ist ja ein schiitischer Staat, die gehen ja sehr stark davon aus, dass das Himmelreich, der jüngste Tag, der kommt, wenn ihr Mann kommt, das ist der sogenannte Mahdi, und der kommt aber gleichzeitig mit Jesus. Ja? Also die sehen da die Sache sehr stark auf Augenhöhe. Mhm. Und sagen nicht, okay, wir haben die einzige, sondern die versuchen immer, ihren Islam als integrale Religion, die jedenfalls die Christen, die Juden und die sogenannten Zoroaster, also die Anhänger von Zarathustra, mit einschließt. Mhm. Das ist erstmal ein einschließendes Modell und kein ausschließendes Modell. Wie haben Sie denn, weil Sie auch gerade von Zarathustra sprechen, Sie waren ja auch bei einer Kundgebung, wo die Zoroasten die Mehrheit gestellt haben und haben das als sehr spirituell erlebt, also fast schon, das hatte fast schon indische Züge. Wie haben Sie denn den Iran in der Zeit, wo Sie da waren, ein paar Tage, wie haben Sie das, 10 Tage, wie haben Sie das denn erlebt, das Land? War das ein bedrücktes Land, wie ein Land, was darauf wartet, dass eine Bombe von oben kommt? Oder? Also das war für mich umwerfend, dass das Land einen wahnsinnigen Optimismus, Energie und Tatkraft ausstrahlt. Wir reden jetzt mal nicht über Politik, Menschenrechte, wo es sicher vieles zu kritisieren gäbe. Wir reden einfach über das Element, ist ein Land gedrückt, so wie wir Deutschland oft erleben, oh, alles läuft schlecht und so weiter, oder ist ein Land im Aufbruch. Und dieses Land ist im Aufbruch. Wie können Sie das beurteilen? Sie sprechen ja kein Farsi. Nein, aber das sieht man, als wir in die Stadt reingefahren sind, nachts um 12. Mhm. Das ist eine 20-spurige Stadtautobahn. Ja. Die ist nachts um 12 verstopft. Ja. Natürlich ökologisch wahnsinnig, aber zeigt, die Leute haben alle Autos oder sehr viele haben Autos. Die wollen fahren, die wollen was machen, die wollen unterwegs sein bis spät nachts. Die essen ja alle erst um 10. Ja. Ja? Nachtleben ohne Alkohol, für Sie schwer? Das war natürlich sehr schwierig, ja. Also muss man natürlich dazu sagen, ich finde vieles, was ich gesehen habe, faszinierend, aber sage ganz klar, nicht übertragbar auf europäische, abendländische Verhältnisse. Mhm. Wir müssen nicht nur über den Alkohol reden, sondern nach 4 oder 5 Tagen hatte ich einen Hänger. Kein Alkohol, Rauchen genauso schwierig wie hier. Nur draußen, Musik sehr gedämpft, auf der Straße gibt es keine Frauen, denen man nachgucken möchte, weil die sind alle im Chador. Mhm. An was liegt das jetzt eigentlich? Ja? Da habe ich lange drüber nachgedacht und mich auch mit einigen drüber unterhalten. Ich glaube, der Hauptunterschied ist,
nicht Islam oder Christen oder so. Der Hauptunterschied ist, dass eine religiöse Gesellschaft, egal ob Christentum, Islam oder vielleicht Hinduismus, eine religiöse Gesellschaft und eine westliche Gesellschaft. Eine westliche Gesellschaft. Wir Wester wollen Zerstreuung. Wenn ich habe Phasen von intensiver Arbeit, danach rauche ich eine Zigarette. Am Abend trinke ich ein Bier. Ja? Eine gewisse Alltagserotisierung, die wir haben in unseren Gesellschaften hier, empfinde ich als nette Ablenkung. Ja? Mhm. Diese religiösen Menschen, früher im Christentum, heute wahrscheinlich nur noch im Islam oder bei der Pius-Brüderschaft, die wollen nicht Zerstreuung, sondern die wollen Konzentration. Und als Fokus der Konzentration haben sie ihren Gott. Aber wenn man sich das mal anschaut, die iranische Gesellschaft ist eine sehr junge Gesellschaft. Ich glaube, 75% der über 70 Millionen Iraner sind sehr jung, also deutlich unter 30. Die wollen doch Zerstreuung, die wollen doch Spaß, die wollen doch American Lifestyle, die wollen sich sexy kleiden, laute Musik hören und Spaß haben. Und wie lange kann das noch gut gehen, dass man den Nachwuchs, der so massiv da ist, unterdrückt und sagt, mach mal so wie wir, aber wir sind auch schon über 60. Das kann ich nicht hundertprozentig einschätzen, weil wir natürlich Bevölkerungskontakte hatten, aber nicht so intensiv und die Leute ja auch vorsichtig waren, die jetzt kritisch sind. Aber was man sagen muss ist, dadurch, weil das Land so boomt, trotz der Sanktionen. Mhm. Inwiefern boomt es denn? Wenn man Berlin nach der Wiedervereinigung erlebt hat, die Bautätigkeit, Potsdamer Platz hochgezogen und so weiter. Diese Bautätigkeit ist in Teheran zweimal, vielleicht dreimal so stark. Mhm. An jeder Ecke ziehen die einen Wolkenkratzer hoch. Ja? Mhm. Unglaublich. Mhm. Wir waren da in einer Automobilfabrik, die hat ursprünglich zur Hälfte den Franzosen gehört, dann haben die sich den Sanktionen angeschlossen, haben die Iraner gesagt, okay, wir machen es ohne euch. Bauen da die Autos selber, gute Mittelklassewagen, etwa Golf und höheres Niveau, mhm. alle Teile im Land selber hergestellt. Ich bin eine Probe gefahren, Servolenkung, 3.500 Euro umgerechnet. Ja. Ja. Die haben sechs Stunden Tag in der Industrie, also nicht auf dem Bazar, aber in der Industrie. Die haben 30 Stunden Woche und der durchschnittliche Arbeitslohn 600 bis 900 Euro. Würden Sie sagen, der Iran ist, auch wenn das in den westlichen Medien hier bei uns anders dargestellt wird, durchaus, kann es Gottesstaat sein, auf der anderen Seite ein fortschrittliches Land? Ja, das ist, darauf wollte ich hinaus. Zum Beispiel, sagen wir mal, junge Frauen, die studieren jetzt. An den Unis haben wir eine durchschnittliche Beteiligung von Frauen an der Studentenschaft von 2/3. Wir waren da an der Nationalbibliothek in Teheran im Hörsaal, da hat man gar keine Männer gesehen. Mhm. Ja? Das heißt, erstmal werden deren Energien aufgesaugt dadurch oder befriedigt dadurch, dass sie was machen können, dass sie sich fortbilden können, dass sie dann einen Job kriegen. Das absorbiert erstmal viel jugendlichen Elan. Würden Sie da kommunistische Züge auch sehen? Das Regime hat gewisse kommunistische Züge, zum Beispiel im Straßenbild. Ja, im Osten gab es früher immer Marx, Lenin. Da gibt es eben große Poster, Khomeini und Khamenei, also diese religiösen Führer. Dann überall die Slogans und so weiter. Komponenten natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die dann ähnlich beliebt sind wie damals die Führer des Kommunismus in den kommunistischen Ländern. Man muss halt dran vorbei. Ja, das kann man auch nicht genau einschätzen. Wir waren jedenfalls bei Khomeini, also dem Revolutionsgründer sozusagen. Der hatte zwei Anlaufstellen. Eines war sein Wohnhaus, wo er damals gewohnt hat. Und das war für mich auch sehr spektakulär, weil das Wohnhaus ist zweistöckig und er hat nur ein Zimmer gehabt. Und der Rest vom Haus hat seine Frau und seine Töchter bewohnt. Mhm. Es war 10 Quadratmeter das Zimmer, also da waren ein paar Bücher drin, der Typ hat nichts gehabt, also auch diese Bescheidenheit. Ja. Ja. Und dann waren wir in dem Mausoleum, wo sein Grab ist. Das ist eigentlich von der Ausstattung her auch überhaupt nicht protzig, sondern auch eher so was wie eine größere Turnhalle. Mhm. Und da gehen viele Leute hin, okay, laufen dann an diesem Schrein vorbei, das ist so eingegittert, wenn man das abreibt mit dem Tuch, ist so wie eine Reliquie. Und dann flacken die sich da in eine Ecke und quatschen. Also das hat auch so was Soziales. Ja? Herr Elsässer, baut der Iran an einer Atombombe? Na, das konnten wir jetzt nicht überprüfen. Wir wurden nicht in die entsprechenden Anlagen vorgelassen. Aber ich habe das ja für mein Buch untersucht oder Kompaktmagazin berichtet auch ständig darüber. Es gibt keinen, überhaupt keinen belastbaren Beweis
für die Behauptung der Amerikaner und Israelis, obwohl alle iranischen Atomanlagen lückenlos und vertragsgemäß, das heißt auch mit unvorhergesehenen Besuchen, von der Kontrollbehörde des Sperrvertrages überwacht werden. Mhm. Es gibt überhaupt keinen Beweis. Und auch die amerikanischen Geheimdienste, und zwar nicht nur in ihrer großen Studie aus dem Jahre 2007, sondern auch in ihrer kürzlichen Studie vom Februar 2012, sagen, die Entscheidung zum Atomwaffenbau ist offensichtlich noch nicht gefallen. Mhm. Brzezinski, Präsidentenberater unter Carter, jetzt unter Obama, hat in einem seiner Bücher geschrieben, die Iran mit Atombombe ist nicht gefährlicher als ohne. Wenn man sich anschaut, dass der Iran Atomanlagen betreibt, Atomanlagen kann man immer dazu missbrauchen, um waffenfähiges Plutonium abzuzweigen. Wenn man das möchte, kriegt man das auch hin. Da muss man davon ausgehen, dass der Iran mittelfristig an einer Atombombe baut. Wenn man sich dann anschaut, wie Israel zur Atombombe gekommen ist, ja auch quasi durch Mauschelgeschäfte. Man hat Atomanlagen betrieben und hat dann, obwohl man auch gegenüber den Amerikanern gesagt hat, man möchte keine Bombe, doch dort eben waffenfähiges Plutonium abgezweigt und dort dann mehrere Atombomben gebaut. Ist von daher die Angst Israels vor der iranischen Atombombe nicht insofern berechtigt, weil man weiß, dass es ja geht, wenn man das möchte? Also dass sie das bloß nachmachen? Technische Möglichkeiten von der zivilen Nutzung der Atomenergie zur militärischen sozusagen überzuswitchen gibt es immer. Allerdings, sobald größere Mengen abgezweigt werden, greifen ja die Kontrollen der IAEO, also der Kontrollbehörde des Atomwaffensperrvertrages. Dass es Israel damals gelungen ist, liegt ja daran, dass Israel den Atomwaffensperrvertrag niemals unterschrieben hat und es deswegen diese Kontrollen nicht gab. Deswegen, so einfach ist es auch nicht. Auch bei Indien und Pakistan haben wir ja Staaten, die vom zivilen Kreislauf in den militärischen Atomkreislauf übergegangen sind, aber auch da gab es die Kontrollen nicht. Deswegen soll man diesen Schwellenübergang nicht so einfach ansetzen. Will der Iran Israel von der Landkarte wischen? Der Iran hat niemals, Ahmadinejad hat niemals diese Äußerungen gemacht. Das war eine bewusste Falschübersetzung, die von westlichen Nachrichtenagenturen wahrscheinlich sogar wieder besseres Wissen in Umlauf gebracht worden ist und die offiziell auch von der DPA, auch vom ZDF zurückgenommen wurde, aber dennoch immer noch herumgeistert. Was der Iran will, ist im Grunde dasselbe, was die Amerikaner in anderen Zusammenhängen als Regime Change bezeichnen. Das heißt, sie wollen das zionistische Regime weghaben in Israel-Palästina und wollen dort ein nicht-zionistisches Regime haben, das auch die Palästinenser oder jedenfalls die Nichtjuden entsprechend am Staatswesen partizipieren lässt. Im Grunde ein ganz analoger Prozess wie bei Südafrika. Da hat ja jeder fortschrittliche Mensch damals gesagt, Apartheidsregime weg. Das bedeutet ja aber nicht Südafrika auslöschen, sondern Regime Change, sodass eben auch die Schwarzen gleichberechtigt beteiligt sind. Wie sind Sie im Iran gereist? Waren Sie im weitesten Sinne auch embedded? Wir waren schon embedded, das muss man schon sagen. Also wir haben nicht freien Zugang zur Bevölkerung gehabt. Wir sind schon rumgelaufen auf dem Bazar und haben uns auch mit Leuten unterhalten, aber die wesentlichen Strecken sind im Bus gemacht worden. Unser Ansprechpartner war da eine religiöse NGO, die aber natürlich angebunden war. Also der Versuch, Oppositionelle im Land zu treffen, das ist Ihnen nicht gelungen? Das wäre wahrscheinlich nicht so gern gesehen worden. Deswegen sage ich auch alles, was ich sage, unter Vorbehalt. Ich verkünde hier nicht die Wahrheit, sondern ich habe eine andere Sichtweise gesehen. Ich war ein Stück weit embedded, wobei wir die Flüge selber gezahlt haben, muss man auch mal sagen. Ich war ein Stück weit embedded und deswegen ist meine Sichtweise sozusagen nur die andere Seite zu der Propaganda, die man jeden Tag auf allen Kanälen sieht. Und so verstehe ich das auch, die Aufgabe des Journalisten et altera pars auditur, auch die andere Seite muss gehört werden, wie der Lateiner gesagt hat. Deswegen bin ich da hingefahren, hier habe ich einen Eindruck gewonnen. Ich kann nicht die letzte Weisheit verkünden über die Innenpolitik, über die Demokratie, über die Menschenrechte. Da weiß ich, dass es Vorbehalte gibt. Die Vorbehalte müssen weiter untersucht werden. Aber was ich sagen kann, ist, die Wirtschaftskraft des Iran ist unglaublich. Als solches ist er ein Vorbild für die ganze dritte Welt, für viele Schwellenländer. Er ist wirtschaftlich auf einem höheren Niveau als die neuen Mitglieder der Europäischen Union. Wir haben in Teheran, es gibt auch arme Leute, aber wir haben keine Bettler, Elend,
Straßenprostitution, Müllkippen, wie ich sie in Kairo gesehen habe, überhaupt nicht, ja? Herr Jürgen Elsasser, ich habe eine letzte Frage an Sie, weil Sie gerade aus dem Iran auch kommen und weil Iran, Israel und das Verhältnis zu den USA, Deutschland, all das ist ja Teil eines Nahostkonfliktes, nenne ich mal, wo verschiedene Parameter mitspielen, wo sehr viele Stimmen gehört werden. Kompliziert, um es mal einfach auszudrücken, sehr kompliziert. Wenn Sie Außenminister wären der Bundesrepublik, was würden Sie tun, um diese Region zu befrieden? Als erstes würde ich aus den Sanktionen gegenüber Iran aussteigen. Warum? Weil diese Sanktionen nur die deutsche Wirtschaft schädigen. Denn der Iran wird sowieso nicht groß geschädigt dadurch. Aber die Sanktionen schaden ja uns. Okay, Sie würden die Sanktionen abschaffen? Weiter? Abschaffen. Und dann würde ich auch demonstrativ mal nach Teheran fliegen und da ein ordentliches Gespräch mit Ahmadinejad machen vor den Kameras des deutschen Fernsehens. Damit nicht nur das Kleber-Interview da stehen bleibt, sondern damit es wirklich mal einen Dialog gibt. Die Leute wollen wirklich einen Dialog führen. Und wir waren zwar embedded, aber wir haben uns ja den Mund nicht verbieten lassen. Mit denen kann man diskutieren, mit denen kann man kontrovers diskutieren. Die wollen auch eine Meinung hören. Ja, das wäre also sozusagen die Gesprächskultur wieder einzuführen, das Feindbild abzubauen. Das wäre das Wichtigste erstmal. Vielen Dank, Jürgen Elsasser, fürs Kommen. Ich gehe davon aus, Teile Ihrer Iran-Reise werden auch im nächsten Kompaktmagazin-Heft zu lesen sein. Sicher. Sie haben viele Fotos gemacht, 500 habe ich mir sagen lassen, also da gibt es viel Material. Wir sagen danke fürs Kommen und wir sagen danke an die Zuschauer. Das war Jürgen Elsasser bei KenFM Spezial im Gespräch. Vielen Dank.